Hallo und einen schönen guten Tag. Ich möchte euch heute mal dieses Muster zeigen. Wie ihr seht, haben wir hier rechte und linke Maschen. Und wie dieses Muster gestrickt wird, zeige ich euch heute. Also es ist was für Anfänger, die schon rechte und linke Maschen toll beherrschen. Und dafür ist es wirklich geeignet, um auch mal selber so ein kleines Muster zu stricken. So, wir fangen an. Wie gesagt, ich habe es schon mal vorgestrickt. Das ist die erste, ist die Randmasche, die wir stricken. Oder auch nur abheben. Wie ich nehme die erste Masche grundsätzlich ab, weil sie ja hier hinten gestrickt wird und andersrum auch wieder. Ich nehme die erste Masche ab und stricke jetzt eine Masche links, eine Masche rechts. Eine Masche links, eine Masche rechts. Das ist eure erste Reihe, die ihr strickt. Ja, eine Masche rechts und eine Masche links. Die stricken wir. Das ist die Hinreihe, die gestrickt wird. Was habe ich denn hier? Ein Faden. So, jetzt habe ich wieder die rechte Masche, linke Masche, rechte, linke Masche, rechte Masche. So. Und die letzte stricke ich dann. Wir wenden die Arbeit und stricken von dieser Seite, so wie die Maschen jetzt auch erscheinen, rechte Masche, linke Masche. Ja? Und das bis zum Schluss. Aha. Es ist wie gesagt ein schönes Muster, nicht nur für Anfänger. Ich habe gesagt, man ist was für Anfänger. Das heißt, dass Menschen, die anfangen zu stricken und ihre ersten Muster ausprobieren möchten, hiermit natürlich keine großen Anforderungen haben für sich selber, aber trotzdem ein schönes Muster erzeugen können. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4 Reihen hochgestrickt in rechts und links und jetzt stricken wir eine Reihe nur linker Maschen. Ja, wir stricken nur linke Masche. Eine Reihe. Haben wir ganz durch nur linke Maschen. So. Seht ihr? Nur links stricken. Nur linke Maschen stricken. Linke Maschen heißt, wir haben den Faden vor der Nadel liegen. Stechen ein, stechen hier ein, so rum und holen uns den Faden dann. Ja? So. Wir wenden die Arbeit. Wir haben jetzt die linke Seite und stricken jetzt von dieser Seite. Hier seht ihr die rechten Maschen. Da stricken wir eine rechte. Und hier hatten wir vorher die linken und da stricken wir auch wieder eine linke Masche. Und dann wieder im Wechsel. Eine rechte, eine linke, eine rechte, so, das mal richtig drauf machen, und eine linke Masche. Und wieder hier eine rechte Masche, eine linke Masche. Rechts, links. Schaut immer noch mal, dass ihr euch nicht vertut, dass ihr wirklich hier auch die linken Maschen habt, ja, die ihr dann strickt. So, links, rechte Masche, linke Masche. So, wieder rechts, wieder links. Und das bis zum Schluss. Wenden die Arbeit und ihr könnt schon sehen, ihr habt schon euer Muster. Wir stricken wieder eine Reihe darüber, rechte und linke Maschen. Das gar nichts zum Stricken nicht schön. Oder ich bin zu deppert. Ja, ich weiß. Bitte nichts denken. Nein, war ein Spaß. So, und damit ihr nur rechts und links stricken.
So. Die Rückseite wird auch rechts und links stricken, so wie die Maschen jetzt gleich erscheinen. Und dann schauen wir uns das Muster mal an. So, wir wenden die Arbeit und stricken jetzt hier auch wieder hier rechte Maschen, da wieder eine linke und wieder rechts. Im Wechsel dann auch. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt sind wir am Ende angekommen und können jetzt wieder eine Reihe linker Maschen darüber stricken. So, und so sieht es dann aus. Ja, ihr könnt, wenn man von oben guckt, sieht es richtig toll aus bis unten hin. So, und das wäre euer Muster. Jetzt wieder eine Reihe nur linken Maschen und dann auf der anderen Seite wieder eins rechts und eins links stricken. So, dieses Muster nennt man im Grunde genommen ein andalusisches Muster, ein einfaches andalusisches Muster. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Ich hoffe, ja, erklärt, dass ich es einigermaßen gut erklärt habe. Aber gab es ja eigentlich nicht viel zu erklären. Also vier, zwei oder ja, ihr könnt euch aussuchen, wie oft ihr die Reihe nach oben strickt hier. Ob ihr jetzt hier nur 1, 2, 3 nehmt, kommt immer darauf an, wie stark ist eure Wolle. Habt ihr dünne oder dicke Wolle? Ja, und dann könnt ihr es noch selbst bestimmen, ob ihr hier 3 rein nehmt, hier 4 rein. Das ist eigentlich jedem selbst überlassen, wie er es selber auch schön findet. Ja, und dann strickt ihr von auf der rechten Seite eine Reihe linker Maschen einfach drüber und auf der anderen Seite wieder eins rechts, eins links. Das ist alles. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dem kleinen Video. Freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und wenn ich irgendetwas falsch erkläre oder nicht gut genug erkläre, ich bin nicht böse oder sonstiges, wenn einer dann reinschreibt, all das könntest du besser machen oder anders, ganz im Gegenteil, nur daraus kann ich lernen. Also ich wünsche euch noch viel Spaß bei diesem kleinen Video. Eure Ute.